Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Schwangerschaftsupdate. Ich bin heute 6 plus 1. Ja, ihr merkt, ich bin 6 plus 1, also Anfang 7. Woche. Ich wurde nämlich zurückgestellt vom Frauenarzt, das Baby. Ich bin voll aus der Puste. Das Baby ist zu klein für die 7. Woche. Deswegen wurde ich eine Woche zurückgestellt, also ein paar Tage. Genau. Und deswegen berichte ich jetzt von der 6. Woche, obwohl ich letzte Woche von der 6. Woche oder 5. Woche berichtet habe. Aber dennoch wird es ein bisschen interessant, denn wir waren beim Frauenarzt und das war echt schön und erleichternd. Aber als allererstes erzähle ich euch natürlich von meinen Symptomen, wie es mir in der 6. Woche so ging. Und da fangen wir jetzt an. Genau, ich habe natürlich wieder alles aufgeschrieben, wie immer. Entschuldigung, dass ich so aus der Brust bin, aber ich weiß auch nicht. Ich bin gerade Treppen hochgelaufen und Müdigkeit habe ich aufgeschrieben. Das ist total schlimm. Also seit ein paar Tagen, also letzte Woche war es noch nicht so schlimm, aber seit ein paar Tagen bin ich extrem müde. Also ich könnte den ganzen Tag schlafen. Von Samstag auf Sonntag habe ich 10 Stunden geschlafen und dann habe ich am Nachmittag noch mal eine Stunde gedöst, also habe so Halbschlaf. War dennoch noch einen ganzen Abend, also bis halb sechs habe ich geschlafen, aber war noch einen ganzen Abend todmüde, total ausgelaugt. Also das habe ich auch oft geschrieben. Ich bin total ausgelaugt, also ich merke richtig, dass mein Körper arbeitet und dass der alle Energie braucht. Also bei der Lea und die Mina war das nie so schlimm, dass ich so extrem müde und aus. Ich habe zu nichts Energie und nichts Lust. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben und schlafen. Ja. Und ich weiß jetzt schon, dass ich muss morgen in die Stadt fahren und denke mir, oh mein Gott, nein. Ich habe keine Lust. Ich würde am liebsten ins Bett gehen und nichts tun. Aber man muss dadurch. Man muss seinen Schweinehund besiegen. Ja, auf jeden Fall ist es leider voll schlimm bei mir gerade. Ich bin richtig müde und ausgelaugt und faul. Aber dennoch, ich mache alles, was sein muss und versuche mich aufzurappeln. Aber es passiert oft, dass ich mich vormittags mal hinlege und schlafe. Genau. Übelkeit ist eigentlich so wie immer. Morgens, meistens, wenn ich aufstehe, dann esse ich erstmal so einen kleinen Quark, damit ich Emilia und so weiter in Ruhe fertig machen kann. Weil in Kleinigkeit muss ich essen, weil ich dann Hunger habe. Aber dann merke ich auch schon, dass die Übelkeit kommt. Und dann habe ich so eine leichte, so ein Flau ist mir dann im Magen. Das ist nicht angenehm, aber es ist auszuhalten. Und meistens frühstücke ich dann, wenn ich zu Hause angekommen bin und meine Ruhe habe. Und ja. Dann merke ich aber auch, dass es mir noch längere Zeit flau im Magen ist, aber dann geht's wieder. Also kommt immer wieder mal. Gestern hatte ich es zum Nachmittag mal. Kommt immer wieder mal und geht dann auch wieder von alleine weg. Ihr merkt, mein Hals ist zu. Und das habe ich auch. Meine Nase läuft öfters, also alles zu. Genau. Das war es eigentlich. Sonst habe ich Anzeichen wie immer. Unterleibsschmerzen, Brustschmerzen. Da hat sich nichts geändert. Ja. Ansonsten, einen Moment. So, jetzt bin ich ja da. Und zwar geht es mir so wie immer. Also hat sich nicht viel geändert. Ich habe meine Eisgelüste haben sich ein bisschen verringert. Das geht jetzt. Trotzdem brauche ich ab und zu noch mein Eis. Genau. Dann kommen wir zum Frauenarzttermin. Ich habe mein erstes Ultraschallbild bekommen mit Baby. Ja, also wir waren beim Frauenarzt. Und da muss man natürlich jedes Mal Urin abgeben. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, die zum Frauenarzt gehen und schwanger sind. Das muss man jedes Mal machen. Ich habe auch schon dazugelernt, ich trinke immer ganz viel davon. Weil ich meinen Frauenarzttermin immer vormittags mache, da trinke ich immer ganz viel. Und dann geht es auch. Es stimmt, Toilette muss ich auch oft, aber ich weiß jetzt nicht, ob es darin liegt, dass ich viel mehr trinke. Ich zwinge mich ja zum Trinken, ich bin ein schlechter Wasser, also allgemein bin ich ein schlechter Trinker.
Ob ich deswegen mehr aufs Klo muss oder wegen der Schwangerschaft. Keine Ahnung. Ja, jetzt kommen wir mal zum Frauenarzt. Da muss man natürlich auf diesen Frauenarztstuhl, wie immer. Und dann hat man schon gesehen, als er geschallt hat, dass die Fruchthülle länglich, also größer auf jeden Fall ist. Die war ja beim ersten Ultraschall so rundlich, aber dieser war schon so länglich, genau. Und links von der Fruchthülle war das Baby mit dem Dudelsack, also dieses Runde. Jetzt zeige ich gleich ein Ultraschallbild. Und dann war so ein ganz, ganz kleiner Punkt, also man hat schon deutlich gesehen. Und das war das Baby und man hat auch den Herzschlag gesehen. So, aber nur ganz, ganz leicht, aber es war so süß, also ich weiß nicht, da ist mein Herz wirklich aufgegangen und ich war dann so erleichtert, das Baby war da, der Dudelsack, der Herzschlag, alles auf einmal da und wo es hingehört einfach, ich hatte ja wirklich Angst, dass da nichts ist oder dass es halt leer ist oder das Baby vielleicht nicht mehr wächst oder sie hat tausend Gedanken, aber ich bin jetzt echt erleichtert. Und ja, ich zeige euch jetzt mal das Ultraschallbild vom Baby. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, ich schreibe es mal. Hier ist der Punkt, das Baby und hier dieses Runde ist der Totersack. Ja, genau, das ist das Baby, also unser Baby. Genau. Und ich war so erleichtert, als ich dann rausgehe. War echt glücklich. Und jetzt habe ich in 10 Wochen, in 10. Woche bin ich dann, ja, werde ich zum Frauenarzt. Also in 4 Wochen gehe ich dann wieder zum Frauenarzt. Warum ist die Kamera so schief? Entschuldigung, ich bin total durcheinander jetzt. In 4 Wochen gehe ich wieder zum Frauenarzt und dann bin ich in der 10. Woche. Und da wird man wahrscheinlich schon sehr, sehr viel sehen. Also bei der Emilia hat man Beine, Füße, alles. Hat sich sogar bewegt. Hat man schon alles gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. 4 Wochen sind ewig. Ich hasse das. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer das auch hasst, 4 Wochen immer zu warten. Finde ich unerträglich. Aber gut, das werden wir schon überleben. Ja, ich bin schon fertig. Also es gibt gar nichts mehr zu berichten. Ich zeige euch natürlich jetzt meinen Bauch. Und dann sehen wir uns im neuen Update. So. Muss das nur immer richtig hinstellen. So. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist mein Bauch in der Anfang 7. Woche. Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Mein T-Shirt ist hochgerutscht. Ja. Genau. So sieht das aus. Von vorne. Ja. Genau. Ups. So, meine Lieben, das war das Update. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Update. Tschüss.